Vorsichtig, da Moment, hier könnten wieder irgendwelche Fusionsreaktor, das Fusionskern, aber der ist beschädigt. Und Muni, Muni, Muni kommt sofort mit. Gut. Rest tun wir später. Hier war mal eine Küche mit Wodka und Bobbypins und Fleisch. Ja, plus Grill. Den sollten wir später mitnehmen zu dem, zum eigentlichen Diner. Springsatz? Nein. Auch nicht. Nö, das scheint es jetzt hoffentlich gewesen zu sein mit Springsätzen. Gucken wir doch mal, ob das soweit okay ist. Denn da war ja noch die Hütte da. Und Schlüssel passt. Ja, hier ist nur noch mal Duct Tape. Nur die Werkbank drin und Krams, ne? Was sagt die Werkbank? Die Werkbank sagt, wir haben keine Leute, kein Essen, kein Wasser, keine Energie, keinen Schutz und ein Bett. Ja, sehr, sehr viel zu tun. Aber das Erste, was die Siedler hier machen werden, ist die Werkbank hier rauszuholen. Zu schleppen, damit wir leichter Zugriff haben. So, dann brauchen wir jetzt unseren Bot. Keine Mailbox, Resource Station. Es fehlen mal wieder Schaltkreise, aber das kann Albert auch jetzt kurz machen. Also er nimmt das ganze Ding auseinander, er macht nur die Haube auf und guckt hier vorne drin. Und da ist Basic Circuitry. Und wo man gerade dabei ist, kann man auch noch ein, zwei. Ja, die haben nicht alle noch was drin. Man, die sind auch schon zu kaputt. Aber die hier, die neuer aussehen, die sollten sowas drin haben. Richtig. Okay. Resource Station. Dich brauchen wir nicht mehr. Schon passt das hier besser rein, hm? Sauber, ja. So, und dann gucken wir Supply Line, die führt jetzt zur Abenessi Station oder Red Rocket? Red Rocket, ne? Red Rocket Truck Stop. Gucken wir mal auf der Karte. Jo. 10 Leute in Sanctuary, 5 Leute inzwischen bei Red Rocket, das waren vor kurzem noch 3. Abenessi Farm sind leider nur noch 3. Zufriedenheit in Sanctuary ist nicht so hoch, da sollte man mal dran arbeiten. Haben wir jetzt eventuell auch genug für einen Generator und eine Radiostation? Wir brauchen Energie, sonstiges. Ja, Rekrutierungsfunk, Leitstrahl, Gedöns. Generator. Solarpanel dürfen wir noch nicht. Nein. Eine Windmühle. Wir sind ein bisschen überpowered. Aber so haben wir auch für Wasserpumpen und ähnliches später gleich Strom. So was ähnliches sollten wir auch unbedingt bei der Abenessi Farm aufbauen. Also auch Rekrutierung vom Strahl, aber auch so eine Windmühle. Dafür bräuchten wir allerdings noch mehr hiervon. Ja.
Das schaut gut aus. Auch diese kleinen Dinger, die haben jeweils Schaltkreise drin. Gut, 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 gut. Das heißt, wir stopfen uns richtig Taschen voll mit Schaltkreisen und ähnlichem Gedöns. Weil brauchen wir gar nicht, ne? Wird ja gleich mit rüber geschickt per Bot. Trotzdem immer das mit was von hier aus. So. Damit es später auch trotzdem alles in Sanctuary ist. Nukleares Material. Besonderes Stahlzeug. Öl. Und noch ein, zwei Betten vielleicht aufbauen. Momentan sind noch keine Siedler hier. Aber das ist nur eine Frage der Zeit. Und wenn sie dann ankommen, sollten sie auch gleich keine Käfige haben. Nein. Möbel, Betten. Komfortable Betten. Pah. Schlafsäcke. Schlafsäcke kriegen die. Nanu? Irgendjemand schon da? Und hier du erstmal nur Schlafsäcke hier unter den Flügeln zum Pennen. So, weil hier drin ist nicht allzu viel Platz. Und vielleicht noch. So, das ist der eine Schlafplatz, der da ist. Yes. Ja. Ihr solltet vielleicht das Skelett hier noch rausschmeißen und anderes Zeug. Gut. Verteidigung, ja, Guardpost. Einfach nur einen normalen Guardpost, ohne irgendwelche Schaltkreise oder Aufstufung oder was auch immer. Zack. Und wenn hier angeblich schon jemand ist, wo ist denn der? Den könnten wir nämlich gleich zuweisen, bevor wir weit. Mist. Was hat noch Munition? Hunting Rifle. Schrubbeln, da reicht auch. Munition der Hunting Rifle sollte man es auch bewahren für die Siedler. Nix. Also wir haben definitiv immerhin durch die Gegend tappern. Ah, da. Ich will ein paar Sachen mit dir tauschen. Ja, das ist eine sehr gute Idee. Du bekommst schon mal einen Lederarm links, einen Lederarm rechts, eine Lederbrust, Lederbein links, einer reicht, Lederbeine rechts. Die darfst du auch alle anziehen. So. Und du hast dich selber schon zugewiesen bei der Verteidigungsanlage. Das ist sehr löblich, dass du selber drauf gekommen bist. Mitdenken wird immer gern gesehen bei den Minutemen. So, dann Abernessy Farm. Da ebenfalls Radiosignale aufbauen und gucken, was im Rechten ist. Und dann zurück nach Sanctuary alles abladen. Und gucken, was noch zu tun ist. Richtig. Das wird jetzt ein paar Stunden dauern. Aber Albert und die Siedler, beziehungsweise die Bauern unter den Siedlern, werden sich um die Pflanzen kümmern. Also, dass da was zusammenkommt und die Düngerverarbeitung machen, all solche Dinge. Vielleicht Cotsworth auch nochmal durch die Gegend schicken, ein bisschen was schreddern. Vielleicht John und Preston losschicken, um noch einzelne Sachen einzusammeln aus den inzwischen befreiten Gebieten. Was ja doch immer mehr werden, ne? So, sicher, 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 sicher. Da waren nur die Meyerlurks, ne? Ja, sicher, 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 Golden Pond.
Das ist noch nicht ganz gesehen, aber hier, das Gebiet hier rum, sollte größtenteils sicher sein. Das heißt, da können wir auch Siedler losschicken, um Schrott und ähnliches einzusammeln, das Albert übersehen hat oder was er zu dem Zeitpunkt nicht mitnehmen wollte. Für die Evan, dass wir fahren, müssen wir weiter nach Westen. Es wäre schön, wenn bei diesen ganzen Umbauarbeiten und dergleichen auch mal was rumkommen würde. In Form von greifbarem Wert und nicht langfristige Investitionen, damit Munition nicht so ein krasses Problem ist. Weil daran mangelt es jetzt ja primär. Hätte er Gürtel voll mit Munition, dann könnte er sofort Richtung Diamond City runtertingeln. Er ist jetzt einigermaßen zuversichtlich, dass er da auch lebend ankommen würde. Aber ohne Munition, nur mit einem Baseballschläger gegen diese Ghule und Supermutanten und Killerroboter, das ist wiederum was anderes. Aber das kommt schon noch. Bei euch alles okay? Ja, die neuen Pflanzen sind alle schon da, aber es arbeitet gerade keiner, weil es schon wieder zu spät ist. Also 19 Uhr. Also, du stehst auf deinem Posten. Ja, das ist sehr gut. Hi. 19 Uhr. Nicht mehr, wir haben es gerade mal 5. Wird aber früh dunkel, ja. Lass uns ein paar Sachen tauschen. Okay. Du bekommst auch Rüstung. Weder rechts, links. Wir haben komischerweise sehr viele rechte Beine. Das bitte. Linker Arm fehlt noch. Und Brust. So. Waffen haben wir. Nicht wirklich über. Ist auch destroyed. Die könntest du nehmen. Aber du wirst dafür keine Munition haben. Ne, verkaufen wir sie lieber. Benutzt du die alte Pistole, die du schon die ganze Zeit benutzt, darfst du wenigstens Munition für. So, Stromgenerator hatten wir. Es fehlt nur noch eine Radiostation. Energie. Rekrutierungsleitstrahl. Sauber. Dahin. Das Ganze verbinden. Gut. Nächstes Wichtiges, gerade hier bei der Farm, wäre Wasser. Und zwar nicht nur so eine kleine Pumpe, wie sie hier um die Ecke irgendwo haben, sondern so eine richtige Water Purifier Station wie die hier. Die können dann nämlich, wenn Überschuss besteht, das saubere Wasser auch einlagern hier in dem Workshop. Wodurch wir dann eine Frischwasserquelle hätten. Sollte unbedingt auch in Sanctuary aufgebaut werden. Allerdings fehlen dafür wieder die Circuits. Ja, das bewahren wir uns für zu Hause auf. Da werden die Leute ja schon ein wenig verwöhnter anscheinend. Sind nicht ganz so glücklich wie hier. Müssen wir hier noch was machen? Licht wäre vielleicht ganz nett. Noch Lights and Power Outdoor. Hier bei den Feldern, damit ihr sehen könnt, falls hier irgendwas nicht beim Rechten ist. Okay. So, das muss an Neuerungen für eure Farm erstmal reichen. Kam nicht neulich dieser Händler vorbei, der Fallen verkauft? Ja, aber er hat so viel verlangt, dass ich ihm Lucy hätte verkaufen können und es hätte immer. Ja, streitet ihr mal ruhig weiter. Scheint wirklich was zu werden. Das ist deine Tochter, von der du hier sprichst. Währenddessen werden hier Melonenreste noch mitgenommen, damit wir die Melonen in Sanctuary Hills anbauen können. Hier, Evanessy Farm ist jetzt wirklich komplett nur für Tatos.
Da wird er sich später auch auf seinem Pippo eine Liste für machen, in welcher Siedlung was angebaut wird an Essen, was für Arbeiter da verwendet werden. Also für Holzproduktion, Stahlproduktion, also was alles. Muss ja alles gut strukturiert werden. Es fühlt sich langsam so an, als würde eine Armee ausheben. Mit Supply-Ketten und all dem Glanzen. Aber tut er ja auch fast. Also klar, Preston ist bisher so eine Art Anführer gewesen von den 4-5 Minutemen. Aber unter Albert sind das jetzt schon über 20. Das ist schnell ins Positive eskaliert. Brauchen noch Batman in Centurions? Nee, da muss der Pip heute gerade spinnen. Hier sollten eigentlich mehr als genug Betten sein. So. Wir würden gerne. Ja, Essen ist Mangelware. Betten haben wir nur 13. Das heißt, bei Zeiten müssen wir da auch mehr aufstellen. Wir können gleich mal hier rechts in das reingucken. In das Haus. Ob da noch Platz ist für ein paar Matratzen. Ja, absolut. Hier ist noch gar nichts zerlegt worden. Nicht aus Versehen das Haus abreißen. Platz für ein paar. 1, 2, 3, 4. So 18 Betten. Hält eine Weile. Ja, kurz was. Du hast noch viel zu tun. Ist auch gerade bei, ja? Zerlegt hier die Bäume. Sehr gut. Brava, Bot. So, hier ist bisher einer unserer Water Purifier. Da setzen wir nochmal einen zweiten zu. Energie, nee, unter Ressourcen, Wasser, Water Purifier. So, Wasser haben wir jetzt schon mal eine Menge. 23 Wasser. Essen ist das Problem. Da wurde ja die Farm angefangen. Nee, nicht das Essen. Wir wollen das gute Essen. Farming. Eine Farming Workbench würde da zum Beispiel helfen. Das ist, um Kompost richtig herzustellen und dergleichen. Plant Nursery. Was können wir denn machen? Wir können Flint Corn zu Corn, Tato Blossom zu Tato, Carrot Flower zu Carrot und weiter zu verarbeiten. Wir bräuchten aber jedes Mal Knochen und Dünger. Okay. Du suchst hoffentlich keinen Ärger. Was? Ich will nur ein bisschen handeln. Na klar doch. Pass auf, was für ein Ton du hier ansprichst und mit wem. So. Das hier kannst du alles schon mal anziehen. Bitteschön, Dankeschön. Okay. Alles an Schrott einlagern. Turret Parts. Wir haben keine Turrets aufgebaut bei Abernathy. Aber er hat ja sein Ding als da, alles okay. Toolkit bleibt hier. Jangles bleibt hier. Die anderen Sachen kommen lieber mit zum Verkaufen. Flagge bleibt hier. 38er Munition brauchen wir nicht. 45er Munition brauchen wir nicht. Achso, 556 benutzen wir momentan für das Hunting Rifle, ne? Ja, nicht die eigentliche Munition dafür. Die da.
5 mm ist für die Minigun. Die hat aber echt schon bessere Zeiten gesehen, dass das, das kann warten. Die Fragmentation Mine wird ebenfalls eher verkauft, die ist zu wertvoll, als dass wir das jetzt irgendwie nutzen, um ein paar Morads in die Luft zu jagen. 18 dreckige Flaschen, was schleppst du alles mit dir rum? Ah, die Gasmaske sollte regelmäßiger aufgesetzt werden. Na gut, das kann hier bleiben. Die Bites können hier bleiben. Wie schaut's mit Essen aus? Was haben wir da so auf Vorrat? Nichts Ordentliches, ne? Nee, nichts Ordentliches. Aber bei seinen heutigen Wegen hat er ja doch recht viele Morrats und Hunden und dergleichen erlegt und ausgenommen. Also sollte er jetzt etwas kochen können.